Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Oxygen Not Included, zu unserer perfekten Kolonie. Und ja, ich würde sagen, wir starten heute mal wieder mit ein paar Wischaufträgen, die in der Tat notwendig sind. Notwendig, aber ja, hier sollte nicht so ganz viel neue Flüssigkeit mehr dazukommen eigentlich. Hier wird vielleicht ein bisschen CO2 mal flüssig, das könnte passieren, aber ansonsten sollte eigentlich der Schmelzgrad hier zumindest sinken durch den Aether. Ob das wirklich so ist, steht dann auf einem anderen Blatt Papier. Ja, was können wir machen? Wir haben Magma. Haben wir soweit eingestellt, aber ich glaube, das war das einzige von den Sachen. Das waren 30. Können wir zwei Ebenen mal auf jeden Fall auf Granit stellen, dann erledigen wir das nämlich auch endlich mal. Das schiebe ich auch schon vor mir her. Dann haben wir 60, mal sind 1200. Wir brauchen 1261. Also machen wir noch mal 5 oder 10 dazu, dann haben wir für 1400 genug erledigt. Mafisch Stein ist noch ein bisschen. Ja. Machen wir das doch mal so, dass wir hier ganze Sachen auch ein bisschen Reserve. Aber wenn ich hier überall so viel Reserve einplane, haben wir wahrscheinlich nicht genug. Aber naja, egal. Machen wir nochmal welche dazu. Ich möchte es nur einfach wirklich mal erledigt haben. So, die Mandgesteine sind 1094. Dann haben wir 30. 50 sind 1000. Welt. 10. So. Haben wir Obsidian 178. Okay. Reicht auf jeden Fall das. Sandstein 54 Tonnen. Da reichen uns 5. Obsidian ist nicht so ganz viel. Und Keramik. Auch blöd, ne? Jetzt habe ich nicht wirklich. Doch habe ich. Gott, bin ich doof. Ja, guten Morgen. So. Puh. Wie finde ich denn jetzt heraus? Hier hatte man, glaube ich, noch. Da hatten wir auch schon entgeschrieben. Was hier mafisches Gestein. Und hier fängt das an. Da haben wir 30, 50. Dann haben wir wahrscheinlich nur 1, 2, 3, 4, 10. Das hier dürfte der letzte gewesen sein mit Sedimentgestein. Und ab diesem hier müsste es Obsidian. Hast du mal gesagt. Oh mein Gott. Sandstein. 5, das reicht. Fossilien haben wir anderswo. Dann machen wir den Rest auf. Amik. Auch wenn das nicht ganz reichen wird. Ja, wir lassen es trotzdem erstmal so. Wir werden ja irgendwann feststellen, wenn Material, das rumliegt, gar nicht mehr aufgeräumt wird, dass wir dann dafür einen Platz suchen müssen. Oder müssten. Ja, Wischen läuft, das hier läuft. Sand haben wir auch.
hier. Nochmal eben. Stoffproduktion anschauen. Die ist hier sehr vernichtend, weil dort kaum Stoff hin transportiert wird, was wiederum daran liegt. Dass hier nicht so viel verschmutztes Wasser mehr ist. Wir müssen wieder mal Abhilfe schaffen. Ja. Behälter wieder legen. Haben wir dann. Oh ja. Verschmutztes Wasser haben wir ausreichend. Okay, dabei noch. War schon interessant, ne? Dass sich das Ganze dann doch so schnell noch auflöst. Ich hätte gar nicht gedacht, dass das überhaupt noch mal dazu kommt, dass wir das daran müssen. Naja. Ach so, genau, ich wollte mir ja noch mal anschauen. Hier ausschaut euer Kalk. Oh. Bauen wir den mal lieber aus Gold neu, den automatischen Räumer. Dort war der, ne? Möbel, Deckenlampe, Gold bzw. Goldamalgam. Fertig. Weil der Verbrauch da mittlerweile schon echt hoch ist und wir haben trotzdem quasi kein Petroleum. Okay. So. Glaube ich noch rausgefiltert hier, ne? Ja. Kommt da Sauerstoff. Ach so, vielleicht hierher, ja, das könnte sein. Bei dem Umbau da Probleme gab. Eine Sache habt ihr mir hier geschrieben, ich habe auch schon drüber nachgedacht, aber ich glaube, ich werde das erstmal nicht umbauen, dass wir hier ja gar keinen Sauerstoff haben. Das heißt, wenn jemand hier aus einem normalen Schutzanzug raushüpft, gibt es keinen Sauerstoff. Das ist nicht ganz schön geregelt, aber ich würde es wie gesagt trotzdem erstmal so sein lassen. Okay, ja, gewischt wird nicht, das heißt vermutlich für mich auch, dass nicht aufgeräumt wird.
Immer wenn ich Pip wieder höre, muss ich hier ran denken. Holz wir haben. Das ist um 60.000 gestiegen, seitdem ich das letzte Mal geschaut habe. Das heißt, wir könnten auch damit ja theoretisch dann noch Strom erzeugen, wenn es notwendig werden sollte. Zu mal eben so im Augenwinkel versuchen drauf zu achten. Wenn das gleich nochmal passiert, dass ich dann da mir das Ganze anschaue. Nicht, dass da irgendwo ständig repariert wird und Material verbraucht wird. Bin ich etwas irritiert. Warum? Ah. Kein Wasserstoff mehr. Wir haben keine Kohle. Och. Priorität hochsetzen. Ich wollte sagen, das sollte doch eigentlich nicht passieren. Ah. Dem ist so, wie es auch ein ganz anderes. Nämlich, dass wir dort nicht hinkommen. Wieder. Kohle gebracht. Ja gut, der braucht noch ein bisschen, aber Wahnsinn, wie der Wasserspiegel hier gestiegen ist, oder? Oh ja. Okay. Wird hier nicht drauf geachtet. In der Zwischenzeit muss ich ja mal wieder gestehen, aber ich hoffe einfach mal, da war nichts. Natürlich die hier vorne zuerst wieder gefüllt. Naja, gut. Und ich wollte gerade sagen, erstmal füllt sich jetzt natürlich auch noch die Leitung hier nach oben wieder, ne? Hierher. Zu den Pinscher pfeffern müssen. Will ich das denn überhaupt noch, dass das vorrangig behandelt wird? Ja. Warten, bis jemand kommt und dann kann man das direkt bauen. Na. Denn da noch jemand?
leider schon bald wieder seine Ruhephase. Ich glaube, den habe ich jetzt nicht sehr gut genutzt. Und ja. Genau. Ah, dafür legt der gleich los. Ja. Jo. Ich hätte mir doch ein größeres Thema für dieses Video vorher aussuchen sollen. Ich habe eigentlich gedacht, wir haben noch viele kleine Dinge, die wir machen könnten. Eine Farbe für die Zimmer können wir uns noch aussuchen. Erde. Natürlich am besten auch was nehmen, wovon wir recht viel haben. Plastik. Plastik haben wir, glaube ich, reichlich. Aber das ist eine schöne Farbe. Ich mag eigentlich das hier, aber... Jetzt glaube ich auch... Ne, bei weitem nicht das... Wovon wir sehr viel haben, oder Blei? Naja. Sandstein ist auch nicht viel Erde. Haben wir viel Erde? Ich denke ja, wenn ich dann 923, ja, dann nehmen wir Erde. Erst ein Zimmer, um uns das anzuschauen. So. Ich glaube, ich habe die Automatisierung, die wir hier gebaut haben, da nicht nochmal wieder überprüft. Das hier ist immer noch saukalt. Wird aber nur genutzt, wenn wir hier ja eine bestimmte Temperatur eben auf den Autosave warten. Autosave. Wird das automatische Speichern. 19 Grad. Das ist immer nicht weit von weg. Das heißt, wir werden wahrscheinlich schon immer mal so ein bisschen da durchjagen wieder. Oh ja, der Dampf hat sich hier auch schon deutlich, deutlich abgekühlt. Ja, ist doch... angenehm. Das ist auch das, was ich wollte. Ich wollte ja diese minus 20 Grad oder was das war. Die wollte ich da auch gar nicht mehr haben. Ja, da sehen wir noch wieder ein paar Schweinereien. Das auf... Oh ne, doch, das Wischen ist teilweise gemacht worden. Hier zum Beispiel, ja, hier nicht. Auch. Okay. Chlorgas drin, das ist auch selten. Da haben wir auch noch einen Neural-Oszillator. Wie dem auch sei. So, die hier, das füllt sich alles langsam wieder. Soll auch ruhig so bleiben. Ich will gerade noch mal eben schauen. Wo hatten wir dann gleich noch? Oben angeschlossen. Daran. Warum hier runter? Runter. Da, ah, hier. Okay, ja, dann kommt es doch hierher. Okay, das wollte ich nur eben noch überprüfen. Ja, dann machen wir das etwas ungewöhnliche Video für heute. Ja, schließen das hier ab. Eigentlich gab es kein Thema. Nicht so richtig.
Ja, ich hoffe, es vielleicht hat es euch trotzdem ein bisschen gefallen und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Macht's gut, bis bald, euer Krillo.